Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. Erstmal ein herzliches Dankeschön, dass euch der Eingangsbereich hier so gut gefallen hat. Ich glaube, ihr habt sich sogar noch mal ein kleines bisschen dran getan, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe nämlich noch ein bisschen was gebastelt hier. Und das hier hatte ich, glaube ich, auch noch nicht in der Folge fertig. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da hatte ich ja jetzt hier das mit den Stufen noch gemacht, hatte unten da diese Glöckchen dann noch vorgepackt und die Steine nach vorne vor. Und ja, so weit, so gut. Ich dachte, das finde ich, das ist ganz cool mit den paar Stufen noch den Schrein rauf. Da es ein bisschen stressig ist zu bauen und sich alles bewegt, werde ich mal wieder in den Pausemodus gehen, weil die nächsten Folgen wird es sich erstmal wirklich eher ums Bauen als um die Tiere drehen. Ganz einfach, weil ich das hier jetzt ganz gerne ein bisschen direkt weiter ausbauen möchte. Ich möchte möglichst schnell hier einen schönen asiatischen Themenbereich basteln. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie wir das hier machen mit Fressalien. Lass uns mal gucken. Einrichtungen, ob wir da auch direkt irgendwas im asiatischen Stil haben. Ich liebe übrigens hier auch diese aquatischen. Oh. I love it. Das sieht so cool aus. Ja, hier haben wir auch Vivarien. Da wollte ich ja wahrscheinlich auch mal was machen. Da weiß ich aber gerade gar nicht genau. Oh, das sieht auch toll aus. Da weiß ich aber gerade gar nicht genau, wie das jetzt ist. Was es da an asiatischen Vivarientieren eventuell so gibt. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Also, Filter, Design, ostasiatisch. Wunderbar, da haben wir auch was. Hier haben wir natürlich auch Handelszentrum, Forschungszentrum und so weiter und so fort. Genau, und hier haben wir auch Vivarien. Also hier wollte ich auf jeden Fall auch Vivarien hinpacken. Ich weiß noch nicht, ob ich die direkt hier irgendwo hinpacke. Das wird sich so ein bisschen zeigen. Aber ich glaube, hier werde ich wahrscheinlich... Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich hier auch eher ein so ein Ding weg und setze hier noch einen Kirschbaum hin oder sowas. Das könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. Könnten wir eigentlich mal kurz schauen. Wege, was wäre denn in der Mitte? Da wäre das hier in der Mitte, ne? Das heißt... Da würde ich jetzt ganz gerne. Ein Kirschbäumchen hinsetzen. Ich möchte aber nur das Kirschbäumchen. Mensch. Ja, dann gehen wir mal Kontinent asiatisch. Dann müsste ja da das Kirschbäumchen sein, oder? Irgendwie scheinbar nicht. Hier. Da ist es aber Kirschblütenbaum. Das hier ist der kleinste von allen. Der ist so mittelgroß und der hier ist ziemlich groß. Aber den hier finde ich schon toll. Den finde ich schon ziemlich cool. Und da würde ich, glaube ich, langes Gras. Oh. Oh nee, das ist ja blöd, wenn das da durchwächst. Das ist nicht gut. Muss ich das hier so ein bisschen zuschneiden? So, jetzt haben wir da wenigstens so ein bisschen. Da würde ich ganz gerne einen Zaun drum bauen. Bau. Was haben wir hier denn mal so? Architektur, finde ich da Zäune. Ich muss mal noch das Mikro wieder ein bisschen zurechtrücken. Es tut mir leid. Ja. Dann lass uns da auch nochmal nach ostasiatisch filtern. Und dann schauen wir mal, was wir da haben. Ja, das ist ja kein Zaun. Das hier wäre ein Geländer, das könnten wir aber theoretisch auch nehmen. Oh, das ist auch mega cool. Sehr, sehr hübsch. Den gibt's aber, das gibt es aber, glaube ich, nicht in ganz dünn, das Runde, oder? Ja, ich glaube nicht.
Ja, das könnte man auch nehmen. Das finde ich jetzt immer ein bisschen zu krass. Was haben wir hier vielleicht noch? Es wäre hier eine Steinmauer bei, die wir nehmen könnten. Würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht nehmen. Also ich tendiere am ehesten, glaube ich gerade. Oder mir fällt gerade noch was auf. Ich brauche noch mal. Ah, das ist nicht ganz. Oh, das ist ja blöd. Das ist jetzt nämlich nicht ganz gerade zum Weg. Jetzt ist es gerade. Da geht es jetzt da hinten, aber ein bisschen. Ja, gut. Aber mir fällt gerade auf, das wollte ich eigentlich so gar nicht. Geht das? Kann ich die überhaupt? Doch, die muss ich doch auch im Boden versenken können. Ja. Würde ich das nämlich ganz gerne so machen. Und so. Und so. Und so. Das sieht so eigentlich auch schon ganz cool aus, ne? Meine Idee wäre jetzt aber noch gewesen, da zusätzlich das hier noch reinzumachen. Das können wir uns ja mal angucken. Warte mal, wenn ich hier Positionsausrichtung. Ne, das funktioniert so nicht. Dann Oberfläche ausrichten. Mal, das wäre doch eigentlich hübsch, oder? Müssen wir nur mal gucken. Das muss hier jetzt natürlich abschließen. Das heißt, da müssen wir jetzt mit Sicherheit noch mal so ein bisschen nachjustieren. Tatsächlich gar nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Guck mal, sieht das nicht hübsch aus? Das würde ich jetzt gerne so abspeichern. Aber mit dem Baum am besten direkt. Nee, da möchte ich noch ein bisschen mehr drumherum haben. Ja, jetzt fange ich wieder an. Jetzt geht's wieder los. Oh nö, die Olle baut schon wieder. Hier gibt es doch auch ganz kleine Steinchen von, dachte ich. Der hier. So, vielleicht so. Und den hier kippen wir ein bisschen. Nee, so nicht. Nee, das sieht nichts aus. Also wenn, dann würde ich den, glaube ich, wirklich den kleinen nur hier hinlegen und vielleicht noch so einen ganz kleinen Stips hier rausgucken lassen nebendran. So zum Beispiel. Würde ich dann aber auch, glaube ich, in dem Grau machen, wie ich die vorne gemacht habe.
Leute, es tut mir so leid, dass ich jetzt hier an dem kleinen bisschen. Ich halte mich an sowas mega auf. Ich halte mich an sowas echt mega auf. So, jetzt hier noch so ein bisschen Natur. Design vielleicht nochmal ostasiatisch. Und hier mal noch gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwie eine schöne Deko haben. Die wir hier in den Baum reinhängen können. Ich weiß es nicht. Sowas hätte ich halt hier gerne hängen, aber ohne dieses Holzding. Das wäre cool. Vielleicht noch so eine kleine Lampe. Ja, so eine Brücke macht hier natürlich... Ja, wenigstens. Ach, hier hätten wir einen Zaun gehabt. Stimmt. Auch wisst ihr was, so wie wir das jetzt hier gebastelt haben, gefällt mir das aber besser, muss ich ehrlich sagen. Hihi. Schade, dass ich den nicht verkleinern kann, Leute, oder? Das wäre doch mega cool, wenn ich den so in den Baum reinsetzen könnte. Das wäre richtig nice, aber der ist zu groß dafür. Oder wollen wir das so lassen? Ich weiß es nicht. Also eigentlich wäre er zu groß. Normalerweise sind die halt nicht so riesig. Spezialeffekte. Da muss ich jetzt den Filter mal rausnehmen, Filter zurücksetzen. Gibt es nicht auch irgendwo was mit Blütenblättern? Fallende Blätter sind alles nur fallende Blätter. Ach, dafür müssen wir das ja, müssen wir die Pause. Es sind leider scheinbar keine fallenden oder gibt es auch, wenn ich nach Blüten suche. Doch, fallende Blüten. Oh ja, genau das wollte ich. Oh. Wir eine Strafe bekommen. Oh, den wollte ich... Ah, den wollte ich da nicht hinsetzen. Was ist denn jetzt? Da. Der hängt das ganz gut. Ich möchte gerne noch eins haben. Und zwar würde ich das ganz gerne hier noch irgendwo haben. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen basteln. Dass der da auch hinkommt, wo ich das hinhaben möchte. Das heißt, möglichst im Ast verstecken. So, perfekt. Jetzt können wir auch wieder pausieren, das Ganze. Ich habe jetzt echt die ganze Folge habe ich nur an diesen Sachen hier gebastelt. Es tut mir unheimlich leid.
Aber ja, so sieht's halt aus bei mir, wenn ich, wenn ich so vor mich hinbaue. Die sind leider alle zu groß. Aber sowas könnte ich hier vielleicht einfach nur hinpacken. Wäre hier die Glöckchen noch so ein bisschen um die Fla um die Lampe vielleicht drumrum. Das ist. Nee, das sieht also echt nichts aus. Also ich glaube, da würde ich hier wirklich nur noch diese Sträucher drumherum setzen, glaube ich. Vielleicht, was hatte ich hier vorne noch? Was gehörte da noch zu? Die Hortensien. Und die Azaleen. So eine Azalee könnte hier vielleicht noch ganz gut passen. Die gibt es ja auch in klein. Könnten wir sogar einen mittleren hinsetzen. Dann machen wir es aber mit der Oberfläche wieder aus, weil das ist doof. Ich mag's. Aber Leute, trotzdem, es tut mir unheimlich leid, dass ich jetzt in dieser Folge allen Ernstes nur diesen Strauch gebastelt habe. Trotzdem mag ich den gerne. Kirschbaum mit rotem Panda. Eingezäunter Kirschbaum mit einem kleinen. Ja, auch rote Pandas oder kleine Pandas. Mit einem kleinen Panda eine Astgabel. Eine einfache, aber hübsche Dekoration. Für jeden asiatischen Themenbereich. Bauplantext. Natur. Würde ich da nehmen. Szenen vielleicht sogar auch noch und Statuen wegen dem kleinen Panda. Ja, Artentext würde ich jetzt nicht dabei. Packen. Bauplan erstellen. Ja, wie gesagt, es tut mir super leid, dass jetzt heute nur das entstanden ist. Aber ja, ich habe jetzt 20 Minuten nur hier dran gebaut. Aber das ist halt das Schöne, finde ich, an Planet Zoo. Hier kann man so unglaublich detailverliebt bauen. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Denn ja, man kann halt unheimlich viel machen. Sich aber auch unheimlich krass daran aufhalten. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Ich werde das auf jeden Fall auch in den Workshop hochladen. Dann könnt ihr euch das auch runterladen und auch in euren Zoos platzieren. Ich verabschiede mich an dieser Stelle für heute. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja, und in der nächsten Folge würde ich sagen,
gucken wir vielleicht schon mal, wo wir das nächste Gehege bauen und setzen da schon mal so ein bisschen einen Grundstein, einen ja, Grundriss. Und dann können wir auch sehen, wo wir am besten die asiatischen Mitarbeitergebäude und vor allen Dingen hier auch Imbissstände und so weiter und so fort platzieren, damit das hier alles noch mal ein bisschen gemütlicher wird und wir dann auch bald langsam hier das Ganze mal öffnen können. Was ich jetzt aber gerade noch machen möchte, fällt mir gerade ein, ich hätte hier ganz gerne drumrum noch möglichst gleichmäßig platziert diese Bänke hier drumrum. So. Mülleimer würde ich aber trotz allem sagen, auch wenn ich die eigentlich ungern an solchen Stellen aufstelle. Ja, wobei das blöd ist. Irgendwie richtet sich das nicht so schön aus. Vielleicht stellen wir die einfach dahin und einen dahin, dann ist es wenigstens symmetrisch. So, brauchen wir schon auch ein bisschen was. Ja, und jetzt haben wir hier doch eine super gemütliche Sitzecke schon mal im asiatischen Themenbereich fertig. Wir haben so ein bisschen Mittelpunkt für diesen Platz hier. Das finde ich eigentlich auch immer ganz schön, wenn man sowas macht. Ja, und da würde ich sagen, war es das jetzt aber wirklich für heute. Eine lange Folge, fast 22 Minuten. Sehr krass. Ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt, hier bei diesem Detailgebastel zuzuschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!